Fest Neumühle und neben mir steht Carsten Kahn. Grüße dich. Ja, grüße dich auch. Drittplatzierter bei der Stimme des Pots. Ja, ist super. Super Ergebnis. Wäre auch gerne Erster geworden, ne? Aber die Ladies habe ich den Vortritt gegeben. Völlig außer Frage, weil Gentleman pur, ja? Pur, ganz pur. Carsten, eigene Songs von dir? Ja, habe ich auch. Natürlich heute hier nicht präsentiert. Meine Balladesong ist Nur für dich, habe ich selber geschrieben in 2010. Fliegender Engel und In dieser Nacht. Okay. Eigenes Album geplant? Ist geplant für dieses Jahr noch. Dieses Jahr noch? Ja. Da hast du ja noch was vor dir, ne? Ja, doch, ganz bestimmt. Ich habe gerade noch ein Gespräch gehabt. Da wird jetzt was kommen. Klar, ist ja, das dauert 2-3 Monate. Ne? Wird noch knapp, aber ich denke mal vor Weihnachten. Wir lassen uns überraschen. Carsten, erzähl uns ein bisschen was über dich. Was machst du so? Also ich bin alleinerziehender Vater. Konnte in den Jahren 2004 bis 2010 nichts machen, weil ich meine Kinder bei mir hatte. Und dann bin ich erst 2010 wieder richtig gestartet. Vorher war ich in einer Band, Musikband. Ist leider nichts draus geworden, so, aber Musik war schon immer mein Leben. Schreibe meine Lieder auch selber, spiele auch Gitarre, Bass, Schlagzeug und sowas. Also ich bin musikalisch schon sehr gut bestückt. Und jetzt sitzen die Kinder zu Hause, trommeln auf dem Schlagzeug und so weiter rum und Papa ist auf Tour, ja? Nee, die sind alle schon aus dem Größten raus und sind aber oft bei meinen Auftritten dabei, unterstützen den Papa, wo sie können. Ja, und ansonsten fühle ich mich einfach wohl in meiner Haut. Ja, ist doch wunderbar, also alles gut. Ja, alles gut bei mir und bin glücklicher Single, dabei gesagt. Manchmal ist das auch gut so, weil... Noch mehr Stress braucht kein Mensch, ne? Nee, als Künstler ist schon nicht leicht. Ne? Man sagt ja, ich bin mit Leib und Seele bei der Musik und man muss eine Partnerin haben, die voll dahinter steht. Das ist klar. Carsten, ich drücke dir ganz, ganz doll die Däumchen, wünsche dir alles Liebe, alles Gute für die Zukunft. Ja, danke, danke, danke. Und wie gesagt, ich liebe es, auf der Bühne zu stehen und das Publikum zu begeistern. Ich bin extrem Musiker und bin immer voll dabei. Und danke, 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 auch für das Interview, hat mir sehr gefallen. Ich danke dir, ciao.